Der Deutsche Präventionstag. Zwischenruf. Erich Marx im Gespräch. Heute ist Montag, der 6. April 2020. Ich bin Erich Marx und als Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages freue ich mich über Ihr Interesse an den DPT-Zwischenrufen zur Prävention. Zum heutigen Zwischenruf begrüße ich am Telefon sehr herzlich Frau Dr. Judith Ackermann, Professorin für digitale Medien in der sozialen Arbeit an der FH in Potsdam. Frau Ackermann leitet aktuell zwei vom Bundesforschungsministerium finanzierte Projekte. Unter dem Kürzel DISA geht es einerseits um digitale Inklusion im Kontext sozialer Angststörungen und andererseits um das Projekt PKKB, postdigitale Kunstpraktiken in der kulturellen Bildung, genauer gesagt ästhetische Begegnungen zwischen Aneignung, Produktion und Vermittlung in der Unterzeile. Frau Ackermann, ich begrüße Sie zunächst sehr herzlich und darf Sie zunächst auch durchaus auf dem oder vor dem Hintergrund Ihrer aktuellen Forschung fragen, welche Präventionsaspekte Ihnen aktuell besonders wichtig erscheinen. Ja, guten Morgen, Herr Marx. Ich freue mich, dass Sie anrufen und ich auch etwas beitragen kann. Für mich ist es so, dass ich denke, dass in Momenten, in denen das Thema Krankheit so stark im Fokus steht, wie es eben jetzt gerade der Fall ist, es wichtig ist, dass wir unser Augenmerk noch mal stärker auf Gesundheit und Gesunderhaltung richten. Wir müssen irgendwie versuchen, unsere Perspektive zu verschieben. Durch die Corona-Pandemie stehen wir ja als Gesamtgesellschaft vor ganz großen Herausforderungen und Veränderungen. Das bezieht sich auf unsere komplette Lebensführung. Also Dinge, die wir noch vor einigen Wochen als selbstverständlich erachtet haben, sehen wir auf einmal in Frage gestellt. Sicherheiten, mit denen wir sozialisiert sind, die brechen weg. Wir beobachten, wie sich das Bildungssystem, die Wirtschaft, die Mobilität und unser Zusammenleben auch mit jedem Tag weiter verändern. Und das Ganze ja als Reaktion auf einen Gegner, den wir irgendwie nicht recht fassen können. Das Virus ist im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar. Es bleibt abstrakt. Wir wissen nicht, wer es in sich trägt oder wo es uns begegnen könnte. Und das setzt uns irgendwie unter Stress und das erzeugt auch Ängste. Die Situation scheint sich jeglicher Kontrolle durch den oder die Einzelne zu entziehen. Das führt so allgemein zu einer ganz hohen Grundspannung. Und die kann mitunter die Schwelle senken zu Wut oder auch zu unberechenbarem Verhalten. Der so erlebte Kontrollverlust kann Handlungen hervorrufen, die durch Übertritte von Normen versuchen, eine Selbstwerterhöhung wieder zu erzielen. Also Situationen, die mit so hoher psychischer Belastung einhergehen wie die vorliegende, können durchaus Tendenzen des Ausbrechens erzeugen. Das kann etwa in selbstverletzendem oder gar selbsttötendem Verhalten resultieren oder auch in der Rebellion gegen das System oder die Flucht in Verschwörungstheorien. Ich würde daher sagen, dass aktuell die psychische Stabilisierung ein ganz besonders wichtiges Präventionsphänomen ist. Das gilt natürlich für uns alle. Und deshalb die Frage, was ist Ihr zentrales Anliegen des heutigen Zwischenrufs? Ja, also die Corona-Krise, die stellt uns ja vor große Herausforderungen eben nicht nur für unsere körperliche, sondern auch für unsere psychische Gesundheit. Und in ihrem großen Ausmaß ist sie für den menschlichen Verstand eigentlich kaum greifbar. Das kann mitunter dazu führen, dass wir wie gelähmt vor der sich immer weiter fortschreitenden Nachrichtenlage sitzen und eine Art Ohnmachtsgefühl erleben. Das führt natürlich in der aktuellen Situation auf mehreren Ebenen zu Problemen. Also einerseits wird es uns in der physischen Isolation teilweise ja verunmöglicht, unser Empfinden mit dem anderen abzugleichen. Und auf der anderen Seite wird uns die Angst im Außen immer wieder aufs Neue gespiegelt. Und dadurch kann sie sich noch verstärken. Das wird zum Beispiel durch ein hohes Maß an Unsicherheit noch unterstützt. Also wenn man jetzt sich oder wenn man an die Handlungshinweise von Staat und WHO denkt, dann ist es ja so, dass sie sich ständig im Wandel befinden. Also alles, was wir jetzt irgendwie, wo wir heute denken, das ist noch okay, das kann morgen schon in unerwünschtes Verhalten sich gewandelt haben. Wenn man das ist etwa bei, vorbereitet und schon kommt wieder was anderes. Genau, so ist es zum Beispiel bei diesen Regeln, die zum Beispiel jetzt Versammlungen im öffentlichen Raum oder körperliche Nähe betreffen. Da hieß es erst zum Beispiel, okay, wenn wir auf den Handschlag verzichten, sind wir schon mal gut aufgestellt. Wir können uns vielleicht noch mit Ellbogen an Ellbogen begrüßen. Und mittlerweile sind wir bei einem Mindestabstand von 2 Metern angelangt. Das heißt, letztlich bleibt eine Unsicherheit und wir wissen auch gar nicht, wie es sich weiterentwickelt. Und das wird jetzt nochmal bestärkt, dieses Unsicherheitsempfinden durch die Besonderheiten von den Medien, mit denen wir uns auseinandersetzen. Also gerade digitale und vernetzte Medien, die können diesen Stress, der aus dieser Unsicherheit entstehen kann, nochmal verstärken. Denn es ist ja so, dass da quasi alles in Echtzeit geteilt wird. Also wir können permanent Informationen finden, wir können selbst Informationen verbreiten, wirklich
Jedes Nachrichtenportal, egal wie groß oder klein es irgendwie ist, hat einen eigenen Corona-Ticker auf seinen Webseiten. Und den können wir jede Sekunde eigentlich wieder aktualisieren. Das heißt, es kommen immer wieder neue Informationen. Wir können ja gar nicht überblicken, diese große Anzahl von Akteurinnen, die da tatsächlich immer wieder Kommunikation platzieren. Wir wissen ja teilweise gar nicht, wer ist das jetzt oder wo kommt das her? Was ist die Intention letztlich dieser Information? Und wir können uns auch wirklich mit einem Klick Informationen aus der ganzen Welt zu uns nach Hause holen. Und das führt jetzt aber dazu, dass wir wie auch in sozialen Netzwerken diese Timeline haben, die sich immer wieder verändert und immer wieder aktualisiert wird. Und wir haben mitunter dann das Bedürfnis, diese Aktualisierungen alle zu verfolgen oder auch ständig wieder eine Aktualisierung zu veranlassen, weil wir denken, es könnte eine neue Veränderung eingetreten sein. Und die müssen wir wissen. Das ist eigentlich, also wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja dieses Covid-Dashboard, was das RKI aufgestellt hat. Genau. Genau, so eine Webseite, wo man immer in Echtzeit die Zahlen wieder sieht und das dann sich so zusammenstellen kann, wie es für einen besonders interessant ist. Das ist ja sehr spannend, auch dahingehend, dass es eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten der Auswahl eigentlich beinhaltet. Und dadurch kann ich als Einzelperson oder also jedenfalls als Person, wenn ich darauf gehe, relativ viel Zeit da verbringen und es mir immer wieder aus anderen Perspektiven die Daten zusammenstellen, anders selektieren. Und mitunter führt das dazu, dass ich wirklich dieses Bedürfnis nochmal steigere, alle diese Aktualisierungen mitzuverfolgen. Und das kann dazu führen, dass ich in so eine lähmende Fixierung eigentlich komme. Weil ich habe da ganz viele Informationen, die ich versuche zu managen. Und es spricht ja unser Kontrollbedürfnis an. Also gerade wenn wir in Unsicherheit sind, hilft es uns ja, Kontrolle zu entwickeln oder Dinge kontrollieren zu wollen. Und mit dieser Vielzahl an Infos denke ich, okay, wenn ich die alle gut im Blick halte, kann ich die kontrollieren. Aber wir kommen nicht an den Punkt, wo wir dieses erlösende Moment von wir haben das geordnet oder es ist eine Ordnung da haben können, weil einfach Infos immer noch fehlen oder nicht bekannt sind. Und dadurch wird dann unser Ohnmachtsempfinden nochmal gestärkt. Ja, die spannende Frage, wie kommen wir da wieder raus? Ja, das ist natürlich die spannendste Frage. Und ich würde sagen, eine gute Strategie, die man anwenden kann, ist irgendwie zu gucken, wie kann ich dieses wirklich riesige, unüberschaubare Großphänomen Corona in kleinere, für mich selbst zu bewältigende Einheiten unterteilen. Also zum Beispiel im Moment, wenn man jetzt sich die sozialen Medien anguckt oder so, dann sieht man, dass ganz, ganz viele Menschen dabei sind, selbst Mundschutzmasken zu nähen und die dann mit anderen zu teilen. Also nicht nur, dass sie die tatsächlich verschenken oder verkaufen, sondern sie machen ja auch Fotos oder Videos von dem Prozess des Herstellens dieser Masken und teilen das dann quasi auch digital mit anderen. Und auf diese Weise entsteht irgendwie eine Welle von Aktivität und auch von Solidarität. Und die kann ja durchaus einen Beitrag zur Bewältigung der Gesamtsituation leisten. Das heißt, diese Personen, die jetzt die Masken nähen, aktivieren ihre vorhandenen Ressourcen und erfahren diese auch als hilfreich und relevant für die aktuelle Krise. Und das findet sich auch nicht nur bei Einzelpersonen. Also wir sehen das zum Beispiel auch in Sektoren der Wirtschaft, weil mittlerweile eine ganze Reihe von Produktionsunternehmen, die eigentlich aus ganz anderen Sparten stammen, auf einmal Beatmungsgeräte herstellen, Schutzkleidung produzieren. Und durch diese Handlungen kommt es eigentlich, egal ob es jetzt die individuelle oder eine größere Ebene ist, zu einer Steigerung von Selbstwirksamkeitserleben. Und das kann uns natürlich helfen, gegen dieses Ohnmachtsgefühl anzukommen und unsere psychische Stabilität zu steigern. Jetzt haben wir über das Teilen gesprochen und interessant, haben ja zwei Bedeutungen. Teilen heißt ja nicht eine Maske teilt, sondern wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir die Informationen darüber, meine Beschäftigung damit teilen. Genau. Das Teilen ist wichtig. Gibt es weitere Strategien, die Ihnen vorschweben? Also ja, vielleicht auch in Bezug auf dieses Teilen sieht man natürlich im Moment viel auch im Bereich kreative Verarbeitung von unseren Ängsten oder von diesen Ohnmachtsgefühlen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Und das kann uns auch helfen, uns eben aus dieser Situation zu distanzieren. Also quasi so eine Art Loslösung aus der Immersion in diese überkomplexe, nicht zu bewältigende Situation zu schaffen und sie dadurch ein bisschen neutraler zu betrachten. Also ein Beispiel wären jetzt etwa, wenn man das soziale Netzwerk TikTok nimmt, wo ja nicht nur junge Menschen, sondern eben einfach ganz, ganz viele Menschen regelmäßig kleine Videos erstellen und zurzeit thematisieren die eben auch sehr verstärkt eben Corona. Und wenn man die jetzt über den Zeitverlauf sich beispielsweise anschaut, sieht man, wie diese zunehmende Verbreitung des Virus in der Welt und eben auch die Veränderungen der damit individuell von den Personen verbundenen Themen kreativ ausgedrückt werden.
Also ja, man kann im Prinzip die Sorgen der Menschen an diesen Videos ablesen. Ja. Und die schaffen es dadurch natürlich, die zu externalisieren und sichtbar zu machen und mit anderen darüber in Diskurs zu treten. Also es gibt ja ganz viel da. Tanz, Performances, kritische Gedanken. Die Leute beschreiben, wie sie sich im Quarantänemodus verhalten, wie das veränderte Einkaufsverhalten aussieht oder was die Schwierigkeiten jetzt am Homeoffice sind. Also sie geben Tipps, fit zu bleiben oder beim Homeschooling irgendwie durchzuhalten. Und was halt spannend ist, ich meine, in dem Netzwerk ist ja die Zeit relativ eng limitiert. Das heißt, in der Regel hat man nur so 15 Sekunden für so einen Clip. Und in dem finden sich dann eben häufig Überzeichnungen oder auch Ironisierungen. Und das kann ja einem helfen, diese emotionale Distanz nochmal zu vergrößern. Und ich würde sagen, dass das auch wichtig ist, weil es ist ja doch ein zentrales Phänomen, dass je verstrickter und involvierter wir eigentlich in eine Situation sind, umso schwieriger ist es für uns, aus dieser herauszutreten, um die von außen betrachten zu können. Also jetzt bei Corona, wenn man zum Beispiel hört, dass aktuell fast 100.000 Erkrankte allein in Deutschland zu finden sind, ist das ja wirklich eine riesige Zahl und die kann einfach auch beängstigend wirken oder wirkt einfach sehr häufig auch beängstigend. Und wenn man dann jetzt aber das zum Beispiel gegenrechnen würde mit Bevölkerungsanzahl in Deutschland, dann ist man ja noch nicht mal bei 1%, also noch lange nicht bei 1%. Mhm. So. Aber dieses Daraustreten aus der Immersion ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn man sich in der Situation befindet. Und da müssen wir so ein bisschen schauen, wie schaffen wir Momente, um da rauszukommen. Also es ist auf jeden Fall total wichtig, jetzt eine Normalisierung der Bedingungen innerhalb der Ohnmacht, also innerlich und äußerlich zu schaffen. Mhm. Und über die Stabilisierung jetzt des Einzelnen oder der Einzelnen kann in weiterer Instanz dann auch die Gesellschaft restabilisiert werden. Und das ist ja auch ein Punkt, wo wir uns jetzt vorbereiten müssen. Also im Moment sind wir in Isolation und Kontaktsperre, aber das ist ja nicht dauerhaft. Das heißt, es wird ja eine Zeit kommen, wo wir das dann nach und nach wieder lockern und die Möglichkeit haben, das gesellschaftliche Zusammenleben, wie wir es jetzt auch davor kannten, wieder aufzunehmen. Und dann sind wir bestenfalls an einem Punkt, wo wir psychisch gestärkt sind und eben diese neu aktivierten oder auch neu gewonnenen Ressourcen in die Wieder- und Neugestaltung unserer Gesellschaft einbringen können. Also das wäre jetzt, also ich meine, das ist ja wirklich an vielen Stellen sehr deprimierend und auch nicht sehr erbaulich und nicht sehr hoffnungsschöpfend. Aber das könnte so ein kleiner Punkt sein, an dem diese Corona-Pandemie in dem Moment, wo wir sie eben als eine weitreichende Krise sehen, die wir aber gemeinschaftlich bewältigt haben, auch eine gewisse Chance bietet, dass wir eben gestärkt herauskommen und ein verändertes, ja, ja. Genau, ne? Also in unserer Gemeinschaft gestärkt sind und vielleicht auch ein verändertes Zusammenleben finden können. Also unterm Strich, das Glas doch eher halb voll. Ja, ich versuche ja auch immer, ja, also ich meine, Hoffnung ist im Moment eh, glaube ich, so ein ganz wichtiges Gut. Also wir müssen schon gucken, wo können wir nochmal sehen, dass das Glas halb voll ist und vielleicht auch noch zwei Tröpfchen mehr reinpacken. Also wenn wir eine Chance sehen, das zu tun, tun wir es. Und wenn wir eine Chance sehen, das auch noch anderen mitzuteilen, wo wir diese verschiedenen Tröpfchen gefunden haben, bitte tun wir das, weil wir können natürlich mit Hoffnung auch eine Welle von Empathie und von Motivation erzeugen, die uns auch stärkt. Ja, man würde sich gerne noch bitten, ja, vielleicht ein, zwei Sätze der Zusammenfassung zu versuchen zu Ihrem heutigen Anliegen. Okay, also ich würde sagen, diese Veränderung unserer Perspektive ist, glaube ich, das Zentrale. Also wir müssen weg von der wirklich ja lähmenden Frontalaufsicht auf dieses Virus als Ganzes. Dann können wir eigentlich anfangen zu schauen, was sind kleine Elemente und an denen können wir mit unserem Verstand und unseren Handlungen wieder ansetzen. Also alles, was ich jetzt genannt habe, kann da helfen. Dieses die Angst kreativ verarbeiten, Aktionen machen, wie Schutzmasken herstellen, Menschen in der eigenen Umgebung beim Einkaufen unterstützen, Personen durch Gespräche über Telefon oder jetzt digitale Medien wieder ein Gefühl von Nähe geben. Das sind alles Möglichkeiten, um unsere eigenen Ressourcen zu aktivieren und auch die der anderen. Und bestenfalls können wir so unsere Chancen verbessern, im mehrfachen Sinne gesund eben aus dieser Situation herauszukommen. Als Einzelner und als ganze Gesellschaft. Wunderbar. Liebe Frau Ackermann, ganz herzlichen Dank für diesen Zwischenruf und statt Tschüss oder ergänzend zu Tschüss natürlich, bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Danke. Tschüss, Frau Ackermann. Tschüss.